Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon, mit der Familienpartei Deutschland oder Deutschlands, das weiß ich gerade leider nicht auswendig. Deutschland oder Deutschlands, natürlich Deutschlands. Deutschland, ja, genau, ich rede mich auf den Kragen, wir haben kein Geld, ist ja klar. Also fast kein Geld, nur 418.000 auf dem Sparbuch, das heißt, es schreit eigentlich ziemlich arg nach Festgeld gerade. Warum haben wir das nicht wenigstens als Festgeld? Machen wir mal 200.000 als Festgeld. So, ich hätte gern 200.000 abgehoben, denn wir haben gerade relativ gute Zinsen mit 0,12%. Das heißt, 0,24% für 2 Jahre ist, denke ich, ganz gut. Eine feste Geldanlage, genau. Ich würde gern so 200.000. Oh, jetzt fehlt uns natürlich hier. Das war natürlich ein Minus, ist ja mal wieder klar. Ja, wir haben ja Zeit, nur. Verschwenden jetzt halt mal die ersten 2 Minuten so ungefähr hiervon. Ja, ist gut, da muss ich keine konstruktiven Kommentare hier machen. Oh, würde ich hier einen Nachfolger entwickeln, ne? Die Bank wird abgeschafft. Nein, die Bank würde auf jeden Fall revolutioniert. Ich muss entwickeln lernen, allein um so ein Spiel zu machen. Nur deswegen. Wenn ich mal Zeit habe, ne? Ich hätte gerne dann 200.000, ja. Inzwischen gibt es ja solche Dinger, wo man solche textbasierten Spiele so einfach machen könnte. Das wäre immer noch komplex. Viel zu komplex. Und ich mache Auftragsarbeit, wenn ich mal reich bin, ne? So, 1,67%. Das ist ziemlich scheiße. Hey. Prosit neuer hier. Super-GAU. Natürlich waren wir für Atomkraft. Ich will das so endlich wegmachen. Ich will doch gar nicht für Atomkraft sein, weil ich weiß, was da für Scheiße rauskommt. Oh, Mano. Och, Mano. So, wir gehen auf 16 Euro. Habe ich jetzt bestimmt. Irgendwie müssen wir das ja kompensieren. Da haben wohl meine Parteimitglieder hier irgendwie Verständnis für. Diese 1 Euro mehr, ne? So leichte Erhöhung. Und wenn man aber jeden Monat 1 Euro mehr verlangt, dann ist es nicht mehr so leicht. Oh. Die Linken. Das ist ein relativ übersichtliches Parlament. Bin die zweitschwächste APO. Was ist echt selten. Ist aber auch noch die erste Wahl. Preisausschreiben und die Rita. Baden-Württemberg, ja, die Partei zieht ein, wir nicht, gut, einverstanden. Nehmen wir doch mal den Herrn Prutz, Oliver Prutz, 21 geworden in Rheinland-Pfalz, er war bestimmt schon letzte Woche da. Ich hab's einfach nicht gesehen, Koalitionsverhandlungen, das ist, wird interessant, bestimmt linke AfD, garantiert. Ne, linke SPD, Katja Kipping. Steuer Treibstoff Leder auf 8 Cent. Ja. Auf D und dann die Linke und die FDP und dann noch natürlich die Freien Wähler SSD. So. Elmar Brock ist tot. Wolfgang Gerhardt. Mehr. Leider von uns gegangen. Requiescat in Pace. Parke. Es war so ein Mix aus Latein und Italienisch, interessant. Oder einfach Rest in Peace oder Rest in Pieces. Das sagt man nur zu gemeinen Menschen. Wolfgang Gerhardt würde ich da jetzt mal nicht dazu zählen. Spricht vielleicht nicht der Ideologie jedes Einzelnen, aber er war Demokrat. Im Gegensatz zu anderen Menschen. Da senken wir die auf unter 0 Euro, minus 1 Euro. Werner Lahan, ja, in Meckbaum, 26 Wochen, ich denke, das Video wird auch nur so ziemlich. Das sage ich jetzt schon voraus, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, von vornherein. Ja, für mich immer selbst so ein bisschen überraschend, aber ich, nehme das gerade um 21.38 Uhr auf, 2 Tage vorher, also, sollte langsam mal, unter der Woche ein bisschen kürzer treten, aber nein, ich, bin ja motiviert, hier Videos zu machen. Bisschen zumindest jeden Tag ein Politik-Tech-Video und irgendwann dann starte ich vielleicht dann nochmal wieder die anderen Projekte ein bisschen zu aktivieren. Ich habe jetzt ewig kein EU4 mehr gebracht. Boah, das tut mir so leid. Das hat immer so viel Spaß gemacht, aber ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Das ist grauenvoll. Ich möchte das unbedingt weiterspielen. Also wirklich unbedingt. Och. Weiß ich, ob ich das schon mal hatte. Rheinland-Pfalz, ach, was ist denn da los?
Und vor allem bin ich schon so viel in Parlamenten drin. Stimmt. 5 Wochen, 8, aber 8%, das ist schon, nicht mitgerechnet, nee. Vielleicht so 5%, aber nicht 8%. Vielleicht schaffen wir es ja, die FDP zu überholen. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich schon, zweistellig zu werden. Okay, ich sollte meine Hoffnung etwas reduzieren. Eher Hoffnung in MacPom eigentlich gehabt, aber nicht in Rheinland-Pfalz. Die Union, AfD, FDP, Grüne. Stärker als die Grünen. Schon mal ein Erfolg. Zwar keine 8%, aber immerhin 7,83. Das ist ein sehr guter Erfolg, sag ich. Mit 8 Sitzen eingezogen direkt. Bin schön. Bin schön. Voilà, da nehmen wir mal den Franz Josef Breyer. Der ist ja Kandidat für die Bundestagswahl gewesen, hier bei uns, also. Kann er jetzt auch für Berlin sein. Ist beides in Berlin. Bundestag und Abgeordnetenhaus. Dass so viele Leute nicht mal wissen, dass es in Berlin ein Abgeordnetenhaus gibt, hat mich eigentlich schockiert. Wenn ich so stichprobenartig gefragt habe, wussten das viele nicht, weil die dachten, ach ja, der Bundestag, das ist doch schon. Parlament für Berlin. SPD, Union, Familienpartei, NPD. Ja. Schinki, sorry, Torti. Ich habe dich ja beim letzten Mal, du hast ja beim letzten Mal einen schönen Kommentar geschrieben, der beschrieben hat, ob es vielleicht doch realistisch wäre, wenn die Familienpartei mit, was war das, CDU und AfD, was glaube ich, koalieren würde. Ich glaube, jetzt dürftest du mir aber nicht widersprechen, dass das unrealistisch ist, mit SPD, Union und NPD zu koalieren. Es nur SPD, ja, nur Union, ja. NPD, mal so gar nicht. Ich glaube nicht, niemals. Die Frau Stange, der hätte ich das nicht zugetraut, mit der NPD zu koalieren. Bin enttäuscht von Ihnen, Eva Maria. Darf sie doch Eva Maria nennen, oder? Oh Gott. Ich komme in Teufelsküche mit diesem Let's Play. Und das ist jetzt nicht mal hier irgendwie lustig gemeint. Also. Ich jongliere mich hier von Klage zu Klage. Bisher kam doch keine. Also. Bin mal gespannt. Spätestens wenn ich 1 Million Abonnenten habe, was nicht passieren wird, dann kommen mal klar. Ja, aber sowas von hier wegen meinen Kommentaren. Hätte ich Reichweite, dann wären schon so viele Unterlassungserklärungen bei mir eingetrudelt, vor allem von der AfD wahrscheinlich, was ich da schon für heftige Witze zum Teil gerissen habe. Ha, da sind viele nicht so tolerant. 7,16% immerhin, 6 Sitze. Nicht schlecht. Und dann auch noch eine schöne Wahlkampfpauschale hier von Berlin. Hier freut man sich noch über Wahlkampfpauschalen. Bei den Rechten tun wir das ja nicht mehr ganz so. Die sind ja inzwischen schon mickrig im Vergleich zu unseren Aufwendungen. Fangen wir schon über mit Radiowerbung langsam an. Also, echte Let's Play kann ich euch übrigens sehr ans Herz legen. Wir machen sowohl die rechte als auch das Familien-Let's Play sehr viel Spaß. Vor allem das rechte Let's Play natürlich, aber auch eben, wie gesagt, das Familienpartei-Let's Play. Rechten Let's Play sind wir jetzt langsam auf einem starken Aufwärtskurs, hier jetzt aber auch. Und hier sind wir nicht ganz so rechts wie die rechte, deswegen ist das ganz nett. Also, es war was Neues. Aber ich habe da auch schon angekündigt in der letzten Folge. Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall eine linke Partei machen. Auf jeden Fall. Kommen ja auch noch die Bürger in Wut und die AfD im Stream. Habe ich ja in der rechten Folge erklärt, das mache ich hier nicht nochmal. Streams, bla bla bla, guckt im rechten Video oder auf meinem YouTube-Kanal einfach allgemein oder auf meinem Discord-Server. Dankeschön. So, Beitrag kommt auf 22 Euro. Nochmal auf 17.000 da runter. 22 Euro, das ist sowas Hohes, hatte ich selten. Ich denke, das ist doch relativ lukrativ. Ja. Ah, doch, 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 doch. Auf 20. Wobei, nee, passt schon. Ist schon gut. Ist schon gut. Dann machen wir 3 Wochen sogar Radiowerbung hier. Sind wir hier mal richtig fresh am Start. Könnte natürlich was aufs Sparbuch einzahlen, aber ich würde gerne eher investieren gerade. Investing. So, 5,17%, wir haben den Einzug geschafft, das ist alles, was wir wollten, sogar mit 9 Sitzen immerhin. Neues Thema, okay, Mehrwertsteuersatz. Da will ich eigentlich keine Meinung zu äußern. Ja, natürlich der Herr Breyer, 23 Wochen bis Deutschland. Ich glaube, wir machen noch bis zur Deutschlandwahl. Da nehme ich jetzt auch kein Geld vom Sparbuch. Wir kriegen eh gleich Pauschalen. Ich glaube, wir verlieren tatsächlich Geld, wenn wir im Minus sind. Also, Mitglieder meine ich.
Linke SPD-Familienpartei, Sarah Wagenknecht als neue Bürgermeisterin hier von Berlin. Regierende Bürgermeisterin. Genau. Ich würde sagen, na doch, ich mach das in der nächsten Folge. Das ist, das nennt man neumodisch Cliffhanger. Wow. Captain Obvious am Start mal wieder. Ja. Sind wir beim nächsten Mal. Das ist knapp über 10 Minuten. Das ist so schön. Ich wollte ja eigentlich länger machen, aber naja, hab ja gerade rund schon geschildert. Finde ich besser, dass ich regelmäßig bringe, als dass ich lange Folgen bringe. Ich habe ja lange Analysen hier schon gestartet, wie lange ich die machen sollte. Und da findet die Folgen eh nicht zum Schluss gucken. Vor allem, das ist echt auffällig bei mir. Ich kann gerade mal hier in die Statistik gucken. Jetzt kommt hier noch eine Minute Gebrabbel hinten dran. Ihr könnt abschalten, tschüss. Aber wer mein Gebrabbel hören möchte. Wo haben wir das? Zielgruppe hier. Ja, Nutzer ohne Abo, das war schon mal schlechter. 71,1%. Das war schon mal noch höher. Also, wenn ich die letzten 90 Tage nehme statt 28, sogar 79,4. Bei 65 Tage sind es ein bisschen weniger. Also, die letzten 7 Tage 65,5. Das wird besser anscheinend. Und herzlich willkommen an meine norwegischen und schwedischen Zuschauer hier mit jeweils 0,3%. Und an die 14,6% Frauen. Schauen wir Frauen zu, seit wann denn das? Und da? Hat ja noch nie. 90 Tagen. Nee, jetzt nicht mehr. Zwischen. Ganz schön viele. Die Menschen werden älter, die mir zuschauen. Früher waren die alle sehr jung, jetzt nicht mehr. Keiner gibt an, dass er unter 17 ist, das ist ja klar. Wer macht das schon freiwillig unter 18 angeht. Kriegt man den ganzen Jugendschutz reingedrüllt. Möchte man ja nicht. Kontrolliert das nicht. Ich möchte niemanden dazu anstiften. Nein, nein. Bringt mal mein Politik-Tech-Video über 1000 Aufrufe, denn ich oder bitte am besten nicht nur über 1000 Aufrufe, sondern über das Lorgewas-Video, denn ich finde es nicht schön, dass ein so qualitatives Video, womit ich eigentlich nicht wirklich einverstanden bin, weil dieses Spiel einfach qualitativ minderwertig ist, meiner Meinung nach. Manchmal macht Spaß, inzwischen die Versionen machen, sind auch wirklich ganz gut, aber damals halt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das als erstes die 1000 Aufrufe auf meinem Hauptkanal geknackt hat, insgesamt mein drittes Video hier. Bin echt enttäuscht. Deswegen. Ja, braucht aber noch knapp 200 Aufrufe der Politik der Grundfolge 1, um das zu überholen. Also. Wird das wohl nie was. Aber. Ich bin enttäuscht. Vor allem, weil das Video 2,5 Jahre neuer ist als das Politik der Grundfolge 1. Da auch die Tonqualität etwas besser. Aber egal. Komm. Für alle, die ja zugeschaut haben, gibt's 4 Wochen extra. Genau. So. Ah! Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage Tschüss mit Üs.